Moin Moin liebe Netzgemeinde zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den King Baba. Heute stelle ich euch vor den Vinius Premium Integral 20.000 von Luca. Ja, schauen wir in den Shop. Der Güllewagen kostet 75.368 € einmalige Anschaffungsgebühren, hat eine Arbeitsbreite von 30 Metern und benötigt 240 PS und hat Unterhaltskosten am Tag 160 €. Und schauen wir uns das gute Stück mal an. Ja, die Schläuche ist nicht so eine schöne Textur, würde ich jetzt sagen. Und hier auch die Sticker, das sieht auch sehr nice aus. Ne? Hier und da ein paar kleine Fehlchen, aber das ist ja auch noch eine Beta. Auch die Folien auch sehr nice. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Aber wieder mal kein Rückwärtsscheinwerferlicht. Wie festgestellt habe, ist das bei vielen Dingen. So, dann wollen wir das Ding mal aufklappen. Dann wollen wir gleich mal ein bisschen hängen. Oben ganz gut, weil wir die ein bisschen kleinere brauchen. Und die Fahrzeuge ein bisschen weniger PS. Das gut machen. Ist das auch ein bisschen? Okay, den einmal frei. Aufklappanimation ist auch wunderbar. Doch, das nehme ich auf jeden Fall mit in meinem Ordner. Mann, zwei Achse ist auch nicht so schlecht. Auch mit hinten eine lenkbare Achse finde ich ganz gut. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Mod. Bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Euer King Baba. Ciao, ciao.